Zukunft heißt nicht, Störanfälle, Reaktoren weiter am Netz zu lassen und sich von einer Technologie abhängig zu machen, bei der es keine absolute Sicherheit gibt. Schließlich wissen wir alle, alles, was schiefgehen kann, wird auch irgendwann schiefgehen. Trotzdem wollen Energieerzeuger und Politiker uns glauben machen, dass bei uns Reaktorunfälle wegen der hohen Sicherheitsstandards nicht auftreten können. Für wie vergesslich und dumm halten uns die Leute? Glauben Sie wirklich, dass wir Ihnen das Märchen vom billigen Atomstrom glauben? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich, dass die Bevölkerung nicht merkt, dass wenn Sie von Versorgungssicherheit reden, Ihre eigene Sicherheit meinen, auch künftig saftige Profite zu machen? Für uns sieht die Energiepolitik der Zukunft anders aus. Zukunft heißt, Energieverbrauch massiv zu senken und erneuerbare Energien auszubauen. Zukunft heißt, intelligente Netze mit dezentralen Lösungen der Energieversorgung und Speicherung entwickeln. Nur wenn es uns gelingt, eine kohlenstoffarme Zukunft zu gestalten, werden wir den globalen Klimawandel in den notwendigen Grenzen halten können. Die Auseinandersetzungen in Gorleben dauern seit über 30 Jahren an. Wir werden im November erneut dort demonstrieren und die Kraft, die wir heute hier in Berlin erlebt haben, werden wir im Wendland auf die Straße tragen, wenn wir sagen, Stopp Castor. Mein Name ist Martin Schulz, Bauer im Wendland und mein Betrieb liegt in Quickborn, genau an der Castor-Transportstrecke. Und wir im Wendland wissen, dass Atomstaat auch Polizeistaat bedeutet. Seit gut zwei Monaten fährt die Polizei bei uns im Stundentakt mit ihren Bullis vorbei, um ihre Castor-Transportstrecke vor uns Wendlandern zu schützen, damit wir sie nicht im Vorfeld schon demontieren. Im November wird ein normales Arbeiten bei uns auf dem Betrieb fast unmöglich werden. Polizei bewacht den Betrieb rund um die Uhr und zeitweise werden sogar Räumpanzer vor die Einfahrt gestellt. Selbst beim Füttern unserer Biogasanlage wird extra ein Bulli abgestellt, der beobachtet, dass der dafür eingesetzte Teleskoplader nicht im Anschluss die Straße wegschiebt. Das alles, ohne dass man mir oder meinen Mitarbeitern jemals eine Straffälligkeit nachgewiesen hat. Anderen Berufskollegen geht es dann auch härter. Sie werden von ihrem Trecker gezerrt, wenn sie Futter holen, ohne dass sie jemals mit ihrem Schlepper auf einer Demo gewesen sind. Oder einem anderen Berufskollegen hält man eine Waffe an den Kopf, wenn er nach einer Demonstration in sein Auto steigen will. Die Staatsgewalt schreckt auch nicht davor zurück, junge, aktive Atomkraftgegner aufzusuchen und ihnen Geld zu bieten, wenn sie Informationen aus dem Widerstand weitergeben. Die neue Bundesregierung hat uns versprochen, die Endlagererkundung in Gorleben ergebnisoffen und unter Bürgerbeteiligung durchzuführen. Aber kaum sind längere Laufzeiten für die AKWs beschlossene Sache, da wird schon wieder darüber diskutiert, die restlichen Grundeigentümer in Gorleben zu enteignen. Wenn das die neue Bürgerbeteiligung ist, dann müssen wir da eine Antwort drauf. Für mich sind das alles Maßnahmen, die bei uns hier in Deutschland eigentlich seit 20 Jahren der Geschichte angehören müssten. Unser Innenminister in Niedersachsen, Herr Schienemann, hat in der letzten Woche gesagt, er wolle für den Castor-Transport im November mehr Polizei in das Wendland schicken, weil der Widerstand noch gewalttätiger wird. Herr Schienemann hätte das sicherlich gerne. Er hätte sicherlich mehr gerne Gewalt, um seine tausenden Polizisten zu rechtfertigen. Aber diesen Gefallen werden wir ihm nicht tun. Wir werden friedlich demonstrieren.